Und damit willkommen zu einem neuen Part von Nintendo Land. Wir spielen heute die letzte Wettkampfattraktion. Ist allerdings noch nicht der letzte Part, weil wir noch einen Zusatzpart in Metroid machen. Weil ich euch ja gesagt habe, ich finde den Mehrspielermodus da ganz cool. Und ja, heute geht es ins Reich von Animal Crossing. Let's go. Auswählen. Zack. Animal Crossing Sweet Day. Animal Crossing an dieser Tag. Ein zuckersüßes Räuber- und Gendarmspiel. Okay, also ich kenne das jetzt nicht mehr. Ich habe es wahrscheinlich irgendwann mal gezockt, aber es ist halt schon lange her. Daher, das ist jetzt so gesehen blind fast wieder für mich. Ja, mit dabei ist heute wieder der Jack. Hi. Und dann, ja gut, du bist jetzt am Gamepad. Du bleibst mal schön am Gamepad. Und gucken wir mal, was draus wird. Wir haben zwei Maps nur, okay. Inselfest. Auf dieser tropischen Insel wird heiß gefeiert. Halte mit deinen Fähigkeiten der Hitze stand. Nur zwei Maps, interessant. So, was sind wir? Was ist das? Ich kenne das Animal Crossing Franchise halt nicht so sehr. Du hast da deine Steuerung auf dem Gamepad? Ich habe hier ja, Bonbons abwerfen, Bonbons aufsammeln, okay. Ups. Ich wusste nur fragen. Aber wir kriegen gleich sowieso eine Erklärung von Moneta. Dann erklär uns mal das Ganze. Nö. Bei zwei Spielern gilt eine extra Spielregel, das Tier muss seine Bonbons ablegen. So, überall um mich herum liegen farbenfrohe Bonbons, cool. Ich muss 15 Bonbons in dieser Schale reinschmeißen. Okay. Und du musst mich irgendwie bekommen, verstehe. Aber ich weiß nur Fangen, aber den Rest weiß ich nicht. Und das hier. Probieren wir gleich mal aus. Kriegen wir irgendwie hin. Ja. Kriegen wir irgendwie hin. Ja. Okay, na gut. Ich muss irgendwie 15 Ballons in die Schale reinschmeißen und du kannst. Ich glaube, du kannst mit den zwei Joysticks beide steuern irgendwie so. Und ich kann hier schon mal herumlaufen, aber hier sind noch keine Bonbons. Oder hier? Krieg ich hier welche? Was ist denn das? Ach, hier sind jetzt. Aha. Und wie kann ich die auch. Ach, ja, ich kann beide. Es reicht. Ja, es reicht einfach nur, mich berühren. Interessant. Und dann bin ich ein paar Sekunden. Ach, ich habe jetzt auch ein Leben dadurch verloren. Na toll. Aha. Und je mehr Bonbons ich aufsammle, desto langsamer bin ich. Ach du Heilige. Wirst du die erste Runde gleich mal gewinnen? Mal gucken. Da hat er ein Leben. So, hier schon mal. Was? Nur eine? Mann. So, lauf weg, lauf weg. Oh ne, das ist der andere noch. Mann, Mann. Uiuiui. Das macht so. Ja. Ich denke, es ist auch relativ schwierig, da am Gameplay zu sein. Ich werde es in der nächsten Runde dann sehen. Ich werde auch keine weiteren. Aufnehmen mehr. Okay, du hast da gewonnen. Ja, okay. Auf dem Gamepad ist es ganz einfach. Also ja, gucken wir gleich mal. Gucken wir gleich mal. Wir tauschen jetzt die Rollen, machen die zweite Map. Wir müssen die Map sowieso ein paar Mal machen, weil. Sonst ist der Part viel zu kurz. Ein Stempel halten. Schnapp den Streutsch. Ja, mein. Ja, Stempel sind aber ja diese Achievements hier. Wenn ein. Ah, nee, ich sag dir die Tricks nicht, weil sonst machst du. Ja, ja, ja. Alles gut, alles gut. So, jetzt. Wie bewegt man den und so? Also warte. Also. Mit zwei sammelst du auf die Bonbons, mit eins wirfst du sie ab. Du musst sie in diese Kuhle da reinschmeißen und mit Dings bewegst dich. Ja. Und denk dran, je mehr Bonbons du hast, desto langsamer wirst du. Ja. Und es gibt dann ab und zu ein paar Bäume. Da kannst du dich auf den Schalter stellen und dann kommen da haufenweise Bonbons runter. So, Dorf Sause. Dieses frühlingshafte Dörfchen ist der ideale Schauplatz für das Fest. Nutze die Spielarena, um den Wettkampf für dich zu entscheiden. Warum gibt es hier nur zwei Maps? Wir haben ja zum Beispiel Batterieleistung erst vom Gamepad, ist nicht so schlimm. Wir hatten ja im letzten Part Luigi's Mansion und da gab es fünf Maps. Warum gibt es hier nur zwei? Verstehe ich nicht. Ach, ich muss ZL und ZR drücken. Aber naja. Gut, ich gucke jetzt aufs Gamepad. Und du kannst jetzt schon, glaube ich, gleich loslaufen, genau. Da rechts ist diese Kuhle, okay, gut zu wissen. So, jetzt beginnt's. Ja, ich kann wirklich beide separat steuern, ist ja interessant. Warte, wir machen es mal folgendermaßen.
Das ist ja schon mal. Ah! Das ist ein bisschen verwirrend mit zwei Charakteren. Warte, ach so, ich kann auch ZR und ZL drücken zum Fangen. Ach du. Ah, ist das verwirrend, gerade wenn beide so an. Verkehrte. Ah! Muss mich hier auch noch erstmal gewinnen. So, noch. Hey! Ich hab dich. Warte, hier gibt's mehrere coole. So, habe ich dich. Sehr schön. Ja, du hast jetzt alle Bonbons erstmal verloren. Ist sehr, sehr verwirrend, wirklich beide zu steuern. Am besten ist es, natürlich. Am besten ist es, wenn der eine links ist und der andere, also der mit dem rechten Joystick ist rechts und der mit dem linken Joystick ist links. Andersrum ist es noch verwirrender als überhaupt verwirrend. Es gibt hier mehr cool. Du hast noch einen. Ach, da hinten bist du. Wie viele muss ich rein? Noch sieben. Ah! In eins? Ist egal in welches. Ja gut, diese waren daneben. Ah! Jetzt bist du in der Falle, habe ich dich. Ja, schade. Aber ich habe schon viele reingepackt. Jetzt ist die Frage. Wir machen jetzt erstmal noch, dass du nochmal in der B-Familie bist, damit du dann die andere Map mal spielst und dann wechseln wir erst. Dann bin ich zweimal am Gamepad. Ja. Ich denke mal, es ist sinnvoller. Weil sonst wäre ich jetzt wieder in der B-Familie wieder auf der ersten Map. Das wäre dann, ja. Du wusstest ja nicht, dass es hier nur zwei Maps gibt. So, zack. Ja, bist du auf der anderen, dann war jeder von uns zweimal. Genau. So, 1-1 steht es. Dann let's go. Moment mal, ich bin der Mii hier, der wegläuft. Ja, moin. Wir haben die Mies vertauscht. Egal. Hey, ich bin der wegläuft. Ja, aber es ist mein Mii, den du da gerade steuerst. Ist nicht so schlimm. Zählt ja eigentlich nur, wer dann hier läuft. Ah, so knapp. So. Ich dachte, ich kann jetzt mit dem einen nicht mehr so springen. Muss so ein bisschen gucken, dass man die Wege abschneidet, weil dann passiert sowas. So, jetzt ist ja natürlich ganz, ganz schnell über alle Berge. Vielleicht wäre es auch ganz klug für meine. Kann ich mir die auch machen, dass hier welche drin sind und da hinten? Das ist auch möglich. Hauptsache, die müssen einfach nur in irgendeiner Kuhle drin sein. Ja, da könnte ich. Ist egal, ob links oder rechts. Oder beide. So, lauf jetzt erstmal schön weg, damit ich ein bisschen länger brauche. Ich habe momentan sowieso nur einen hier. Jetzt kriege ich beim Gamepad schon irgendwie so einen roten Rahmen. Aber ich hab dich. Ach, schade. Ja, dann wechseln wir mal. Mal sehen, ob es jetzt für dich besser läuft. Die Wächter gewinnen. 2-1 für mich. Aber das kann sich natürlich jetzt auch ändern, weil. Ich habe das Gefühl, dass sowieso die Wächter ein bisschen overpowered sind. Bisher haben ja nur die gewonnen. Spielt weiter mit dem Gamepad, genau. So, zack. Andere Map. Zum Beispiel beim ersten Durchgang habe ich ja noch nicht mal gewusst, dass es zwei cool. Es gibt sogar drei hier auf der Map. Interessant. Ja, weiß ich. Gut zu wissen. Habe ich jetzt auch mitbekommen. Hallo, ich zeig kein. Hä? Ich habe gerade die Wii-Familie vom Fernseher weggezeigt und trotzdem wird mir ja der Finger da angezeigt. So, ich bin mal ganz schnell weg. Ich denke mal, hier ist erstmal ein guter Ort. Er kann mich jetzt auch nicht sehen, aber er müsste mich dann für mich jetzt auch erstmal suchen. Von beiden Seiten kommen sie. Von beiden Seiten. Das war klug gemacht. Das war sehr, sehr klug gemacht. Hallo, ich will die aufsammeln. Ich will die aufsammeln, Mensch. Dass man noch dann in so einer Phase ist, wo man nichts aufsammeln kann. So, jetzt so, go. Wo ist denn die nächste Kuhle? Hier. So, jetzt bin ich ein bisschen schneller. Ich habe 4 da drin, sehr, sehr schön. Jetzt muss ich erstmal ganz schnell weg. Ich will jetzt die Runde hier mal gehen. Krieg ich einen roten Rahmen. Weil nur noch 9 Bonbons übrig sind. Hä, wo bist du denn? Ja, gute Frage.
So, ich denke mal, es reicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass du bestimmt gleich von unten oder so kommst. Nee, sehr, sehr schön. Du bist ganz woanders. Aber jemand. Wo warst du denn? Ich war die ganze Zeit oben links und dann bin ich jetzt nach rechts gegangen. Wo warst denn du? Ich bin, ich war eigentlich oben links, dann war ich oben rechts. Ja. Ja gut. Ich hab dich überall auf der ganzen Karte gesucht, ich hab dich nicht gesehen. Ja gut, dann starten wir mal weiter. Wir werden dieses Mal ein paar mehr Runden geben, weil, mit den gleichen Maps, weil es ist halt leider nicht anders möglich. Bin ich dementsprechend wieder auf der... Warte, warst du jetzt zweimal im Gamepad hintereinander? Keine Ahnung. Ich weiß es jetzt auch nicht. Und klimpere hier nicht mit meinem Zeug so herum, das hat man alles in der Aufnahme. So, dann bin ich jetzt halt nochmal das Tier. Genau, ich bin jetzt das zweite Mal erstmal wieder das Tier. Okay, gut. Bedeutet, danach bist du zweimal mit der Wii-Verbindung unterwegs wieder. So, let's go. Dann bunkern wir mal wieder auf der anderen Map. Mal sehen, wie es hier jetzt läuft. Das Ding ist, Jack hat ja jetzt auch keine Karte, nicht so wie zum Beispiel bei... Wo war das? Genau, beim Mario-Spiel. So, das habt ihr euch so gedacht. Oh, jetzt ist es mir doch mal wichtiger zu flüchten. Hier ist eine coole, sehr, sehr schön. Reiner. Wunderbar, und weg hier. Nein, du kriegst mich nicht. Ich will erstmal ganz schnell weg. Das ist vielleicht auch gut, wenn man halt keine Bonbons gerade hat, dass man einfach mal wegläuft, weil man dann sowieso schneller ist. Hey, ich hab doch Beile reingeschmissen, Mensch. Dann sammeln wir mal. Ich hoffe mal, er weiß jetzt... Ja, ist ganz woanders. Ah, sehr schön. Alle reinbekommen. Aber wenn man wirklich die Geschwindigkeit dann mal ausnutzt, die man dann hat, dann kann man es eigentlich... Ah, shit. Dann kann man das eigentlich doch schon bewerkstelligen. Dann sind vielleicht die Wächter doch nicht ganz so overpowered. Eieieiei. Ich muss ein paar loswerden. Ich muss schneller sein. Oh, das hat mir jetzt so ein bisschen das Leben gerettet. Ja, du wirst wieder gewinnen. Ja, mal gucken. Ach, das waren jetzt sogar 5. Ja, moin. Okay. So, dann hast du jetzt hier geguckt, wie man das am besten macht. Vielleicht kannst du jetzt auch nochmal gewinnen. Werde ich nicht. Ach, nicht so hier pessimistisch hier rangehen, sondern eher optimistisch. So, ne, jetzt bin ich dran mit dem Gamepad. Ja, am nächsten Part zocken wir halt den Multiplayer von Metroid. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Denn der Multiplayer ist halt nochmal meiner Meinung nach mega geil. Aber gut, dazu dann im nächsten Part dann. Dementsprechend ich kann mehr. Ja schon losrennen. Ich hab ja, du kannst schon losrennen. So, jetzt muss ich dich natürlich erstmal finden, aber ich habe ja gesehen, dass du nach unten gelaufen bist. Daher gucken wir mal, ob du nach unten bist. Ne, unten bist du nicht mehr. Ich gucke jetzt auch mal nicht auf dem Bildschirm. Ach, da oben habe ich dich aber gerade gesehen auf meinem Gamepad. Glaube ich zumindest. Ah, da bist du. Ah, daneben. Aber jetzt, was? Ah! Oh. Noch 8 Bonbons. Mensch, wo laufe ich denn hier lang? Ich habe jetzt noch einen hier. Also, bei mir ist wirklich das Problem, dass ich mit der Steuerung nicht ganz so klar komme. Dass ich hier zwei gleichzeitig steuere, was natürlich trotzdem ganz cool ist. Ach Mann. Jetzt bist du alle über alle Berge. Weil du halt viel schneller warst als ich. Wo bist denn du jetzt? Da unten. Einer noch? Ah, hast du. Gigi? Und wer sagte gerade, du verlierst das? Ja. Weil, wenn du halt keine Bonbons hast, bist du so schnell, dass ich selber nicht mehr hinterher komme. Und dann muss ich erstmal gucken, wo bist denn du überhaupt? Und in der Zeit hast du haufenweise Zeit, die Bonbons in die Kästen da zu packen. Nein. Ah. Ich spiele doch immer noch mit dem Gamepad. So. Dann machen wir wieder Map
2. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch 3 Runden. Das ist jetzt die vorletzte, warte, vorvorletzte Runde. Und dann noch 2 und dann sind wir hier durch. Ich habe jetzt auch gar nicht den Stand hier zwischen uns beiden jetzt im Kopf, wer wie oft gewonnen hat. Ey. Ja, sorry. Hast du den auf dem Bildschirm geguckt? Aus Gewohnheit? Aber ich weiß ja sowieso, dass du irgendwo da unten gelaufen bist, hast du ja gesehen. Da bist du ja. Da bin ich jetzt nicht schnell genug. Aber komm, da kriege ich dich jetzt. Ach man, schade. Wie viele Bonbons hast du denn da jetzt reingetan? 3. Die ersten müssen 5 oder so gewesen sein. Nein, jetzt sind 4. Tschüss. Ey, ich hab dich doch berührt! Ich hab dich doch berührt hier! Tschüss. Mensch! Hau bloß ab! Ja, ja. So hab ich dich. Ja, noch 6 Bonbons. Ja, und das ist aber wieder über alle Berge. Da komme ich nicht hinterher. Vielleicht ist doch das Tier hier jetzt doch ein bisschen overpowered. Ich weiß es nicht. Ja, ach Mann! Ist doch jetzt auch meine eigene Dummheit hier. Dass ich dich da nicht kriege. Ich kann nicht beide gleichzeitig steuern. Wenn ich mich auf den einen konzentriere, dann steuere ich den anderen gegen einen Baum oder so. So habe ich dich. Komm, ich will das jetzt hier eben. Die Musik wird jetzt auch schon. Wo bist denn du jetzt hin? Ich sehe dich gar nicht mehr. So, da bist du. Komm. Nein. Oh. Ja. Ich hätte dich gerade bekommen können. Ich hätte es gerade gewinnen können. Mann, oh, Mann. Willst du weiter darauf spielen oder hier? Jeder spielt jetzt noch einmal auf dem Gamepad. Ich würde mal sagen, ich weiß jetzt nicht, war das zweite Mal jetzt auf dem Gamepad? Ja, genau. Du machst jetzt das Gamepad und ich die Wii-Fernbedienung und dementsprechend danach die Runde nochmal andersrum. Ich glaube, dann war auch jeder gleich oft auf dem Gamepad. Wenn nicht, dann nicht. Aber doch, müsste eigentlich... Ja. Aber ich weiß es nicht. So, ich bin wieder hier auf der ersten Map als Tier. Let's go. Ist der hin? Ja gut, ich geh mal hier. Kann man da runter? Nee, kann man nicht. Dann holen wir uns mal ein paar Bonbons. Ach, von beiden Seiten kommst du? Ja, schön ausgetrickst. Ja, dachtest du dir so. So. Ja, meine läuft immer gegen Baum. Ja, es geht mir genauso. Falls ihr Zuschauer euch fragt, wie ist denn das überhaupt mit dem Gamepad, wenn die beiden ganz weit auseinander sind, dann zoomt es raus. Da hat man auch noch eine bessere Sicht. Aber ich will jetzt alle Bonbons. Ah, shit. Das war ein bisschen. Ich hätte nicht so viele Bonbons nehmen sollen. Hier die Runde werde ich gewinnen, die werde ich sowas angenommen. Ja, und halt, wenn die beiden Wächter weit auseinander sind, wird halt dementsprechend rausgesucht. Also, man hat beide Wächter die ganze Zeit im Blick. Ey, ich hab die doch da reingeschmissen, Mensch. So, hier. Da ist er. Ja, denkst du dir so, dass du mich gerade hier kriegst? Ich laufe einfach mal weg. Ich muss halt sagen, das Tier ist extrem hässlich. Was soll denn das überhaupt für ein Tier sein? Soll es ein Elefant darstellen? Ja. Oder ein... Okay. Ja, du hast sowas von gewonnen. Ja, jetzt am Anfang dachte ich ja, die Wächter sind overpowered. Jetzt finde ich so langsam, dass das Tier overpowered ist. Ja gut, ein letzter Wechsel. Das Gamepad ist schon am Blinken. Na toll. Im Glück habe ich hier ein Ladekabel irgendwo. Da ist eins. Was ist das vom 3DS? Das ist, glaube ich, Wii U. Das müsste Wii U sein. Das ist Wii U. Oh, Kabelsalat. Ich liebe Kabelsalat. Lecker. Jo. So. Schmeckt so gut. Dann auf geht's auf eine letzte Runde. Und dann haben wir es hier auch geschafft. Und das war wirklich ein Spielmodul, wo wir beide mal gewonnen haben.
Im letzten Part war ich ja hier der Dominierende. Achtung, da rennt ein Tier, steht bei mir auf dem Gamepad. Okay, du bist irgendwo runtergelaufen, das habe ich ja gesehen. Dann gehe ich mal hier lang. Ah, da bist du ja schon. Ah, shit. Du bist nach oben. Nimm ruhig alles mit, nimm ruhig alles mit. Ah, schade. Nee, da kommst du nicht lang, mein Freund. Ey, ich hab dich doch berührt. Es reicht doch einfach nur eine Berührung, dachte ich. Hä? Na toll, mein einer ist ganz weit entfernt. Ah, das hast du jetzt schon gewonnen. Ich muss nur noch 3 Leben von dir abziehen. Den anderen steuere ich wieder auf den Baum hinzu. Ach, Mann. Was? Noch 2? Noch 2. Ich dachte, du hast ein paar mehr Bonbons mitgenommen. Yeah. Nee, du kommst da jetzt nicht hin, mein Freund. Du kommst Schade. Da nicht hin. Du kommst da nicht hin. Ja, jetzt kannst du erstmal wieder weglaufen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo du bist. Oh, nein. Nice. Komplett abgewehrt. Huiuiui. Aber hier, er läuft weg und ich habe keine Chance. Nur noch einer. Ich habe dann keine Chance, weil er einfach viel zu schnell ist. Ich komme so schnell nicht darüber. Was? Ich habe gewonnen. Uiuiui. Ich habe eigentlich nach oben. Naja, dann GG. GG. Wer hat eigentlich gewonnen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Im nächsten Part wird dann der letzte Part sein. Spielen wir dann nochmal Metroid. Haben wir ja an sich ja schon gezockt. Allerdings kommt dann der Multiplayer dran. Freut euch drauf. Bis dahin und bye bye.